Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsorgantist, und ich habe heute am 9. Juli 2012 eine Pressemitteilung veröffentlicht: Bluttaufe und Begierdetaufe als Irrlehren von Vatikanum II zur unfehlbaren Lehre der Heilsnotwendigkeit der Taufe. Ich habe darin einige Quellen zitiert oder wenigstens erwähnt, die ich jetzt beim Vorlesen der Pressemeldung auch mal in die Kamera halten möchte. Zitat: Hier behauptet manche, diese Begierdetaufe widerspricht der Heilsnotwendigkeit der Kirche sowie der Heilsnotwendigkeit der Taufe selbst. Können Sie mir darüber etwas schreiben? Zitat Ende. Der Editor einer der bekanntesten seelsorgantistischen Internetseiten richtete diese Bitte an den Verfasser. Erstens zur Begriffsklärung. Die Taufe besteht in einer Abwaschung mit Wasser, bei Sprechen der Taufformel: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit gleichzeitiger Intention, das zu tun, was die Kirche tut. Durch diese Taufe wird der unverlierbare Taufcharakter in die Seele eingeprägt und die verlierbare Mitgliedschaft in der katholischen Kirche begründet. Durch die Taufe werden alle Sünden, auch die Erbsünde, abgewaschen. Taufe und Kirchenzugehörigkeit sind heilsnotwendig. Wenn aber ein Christgläubiger, der die Taufe empfangen möchte, vor dem Taufempfang stirbt, so kann er nach verbreiteter katholischer Meinung trotzdem gerettet werden, was in Abgrenzung zur Wassertaufe als Begierdetaufe, respektive bei Märtyrern als Bluttaufe, bezeichnet wird. Diese Taufen prägen der Seele aber nicht den Taufcharakter ein, und bei bestehender Möglichkeit, zum Beispiel auf dem Totenbett oder in der Todeszelle, muss die Wassertaufe empfangen werden. Insbesondere viele Seelsorgantisten behaupten rigoristisch, diese Tauflehren seien Irrlehren des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2. Zweitens. Zunächst eine Volltextsuche in den V2-Texten nach Wassertaufe, Begierdetaufe und Bluttaufe. Ergebnisse insgesamt 0. Bereits jetzt sollten Zweifel gestattet sein, dass diese Tauftheologie ein zentrales V2-Thema war. Stattdessen aber findet man in V2 Sätze wie: Der Heilswille umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslimen, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Lumen Gentium 16. Wozu dann eigentlich noch Taufe? Wozu überhaupt kirchliche Mitgliedschaft? Nochmals V2. Nicht-katholische Gemeinschaften sind, Zitat, Mittel des Heiles. Unitatis Rett, Integration Nummer 3. Drittens. Der Großmeister von Vatikan II, der Architekt und Geist des Konzils, war Karl Rahner. Dafür siehe, der Rhein fließt in den Tiber, von Ralf Wildgen. Das Buch wurde in der deutschen Ausgabe 1988 veröffentlicht, in der zweiten Auflage. Und da schreibt Wildgen, das ist ein ganz normaler V2-Mann: Da die Stellungnahme der deutschsprachigen Bischöfe regelmäßig von der Europäischen Allianz übernommen wurde und da die Stellungnahme der Allianz im Allgemeinen vom Konzil übernommen wurde, hätte ein einzelner Theologe erreichen können, dass das ganze Konzil seine Ansichten übernimmt, falls sie von den deutschsprachigen Bischöfen übernommen worden wären. Einen solchen Theologen gab es, Pater Karl Rahner, S.J. Das schreibt Wildgen, und damit hat er sicherlich recht. Rahners gesamte Theologie dreht sich um den gottlosen Menschen. Rahner war der Theologe, oder richtig Ideologe, des sogenannten anonymen Christen. Grundlage von Rahners Grundkurs des Glaubens ist ein angebliches, gleichsam anonymes und unthematisches Wissen von Gott. Über dieses Rahner-Standardwerk schwärmt Josef Ratzinger: Ein großes Buch. Man muss dankbar sein, dass Rahner als Frucht seiner Bemühungen diese imponierende Synthese geschaffen hat, die eine Quelle der Inspiration bleiben wird, wenn einmal ein Großteil der heutigen theologischen Produktion vergessen ist. Und das ist der Grundkurs, das ist die dritte Auflage,
Sonderausgabe von 1984, der erschien zum ersten Mal 1976. Und ziemlich am Anfang steht schon die Lehre: Es geht später darum zu zeigen, dass mit dieser transzendentalen Erfahrung ein gleichsam anonymes und unthematisches Wissen von Gott gegeben ist. Also, wenn man sich mal das Inhaltsverzeichnis hier durchschaut: Erster Gang, der Hörer der Botschaft. Dann geht es weiter. Zweiter Gang, der Mensch vor dem absoluten Geheimnis. Dritter Gang, der Mensch als das Wesen der radikalen Schuldbedrohtheit. Vierter Gang, der Mensch als das Ereignis der freien, vergebenen Selbstmitteilung Gottes. Der Mensch. Anthropozentrismus nennt man das auch, weil es sich alles um den Menschen dreht. Also Gott, naja, hat bei Rana keine Chance. Und dieses Zitat von Ratzinger steht auf dem Buchrücken. Leider nicht, also ist aus der theologischen Revue von eben Kardinal Josef Ratzinger steht hier, aber wo genau in der theologischen Revue, das steht leider nicht dabei. Viertens. Dementsprechend interessiert sich in der V2-Gruppe eigentlich niemand wirklich für solche Fragen wie Taufe oder gar kirchliche Mitgliedschaft. Die Ökumene und insbesondere die interreligiösen Gebetstreffen wie in Assisi mit offener Unterstützung und Förderung unzähliger heidnischer Götzendienste sind Ausfluss und Ausdruck dieses gottlosen Pseudochristentums. Karel Wojtyla, Vulgo Papst Johannes Paul II., hat sich reihenweise in heidnischen Ritualen, zum Beispiel von einer Shiva-Priesterin, segnen lassen, hat den Koran geküsst und so weiter. Josef Ratzinger, als sogenannter Papst Benedikt der 16., hat dann Wojtyla dafür selig gesprochen. Und welchen Wert Ratzinger der Kommunion zumisst, hat er mit seinen medienwirksamen Hostienverteilungen, wie an den notorischen Nichtkatholiken Roger Schütz und den notorischen Ehebrecher Horst Seehofer, eindrücklich demonstriert. Taufe, Kirchenzugehörigkeit, Gnadenstand, dazu sagt die V2-Gruppe nichts oder nein. Kurzum, die Debatte um die Taufe hat in der V2-Gruppe kaum Stellenwert. Dort geht es um den Kult, respektive um die Vergötzung des Menschen. Praktischerweise nutzt die V2-Gruppe speziell die Triebe aus, um den Menschen jegliche Tugendhaftigkeit auszutreiben, was sich unter anderem in endlosen Debatten respektive Werbemaßnahmen für Zölibatsabschaffung, Ehebruch, Homosexualität und so weiter niederschlägt. Fünftens, nachdem das geklärt ist: In sämtlichen vom Verfasser geprüften Standardwerken der vorkonziliaren Literatur, Dogmatik, Moraltheologie, Kirchenrecht, Katechismen, werden sowohl Begiertetaufe als auch Bluttaufe als Möglichkeit genannt, dass ein Ungetaufter gerettet werden kann. Um nur ganz wenige zu nennen: Mörsdorf, Diekamp, Hyone. Mörsdorf, einer der bekanntesten Kirchenrechtler, hat das Werk von Eichenmann weitergeführt. Das ist hier die neunte Auflage aus dem Jahr 1958. Und da schreibt Eichmann Mörsdorf dann halt zu der Taufe: Sie ist allen Menschen, wenigstens dem Verlangen nach, in Klammern Begierdetaufe, zum Heile notwendig. Diekamp, einer der bekanntesten Dogmatiker, sehr stark von Thomas von Aquin, schreibt auch selber nach den Grundsätzen des heiligen Thomas. Das hier ist die 11. und 12. Auflage, bearbeitet von Jüssen, 1954. Ein Ersatz der sakramentalen Taufe ist erstens die Begierdetaufe, Baptismus flaminis, das ist ein Akt vollkommener Reue oder Liebe oder Reue mit dem Verlangen, sich taufen zu lassen, Klammern Votum Baptismi. Und zweitens die Bluttaufe, Baptismus sanguinis, das ist das Martyrium. Und Hyone, eigentlich Kirchenrechtler, hat aber die karthologische Moraltheologie veröffentlicht, ein kleines Büchlein, sehr praktisch, sehr beliebt auch, unheimlich erfolgreich, auch im Ausland. Das hier ist die siebte Auflage von 1935.
Notwendig ist die Wassertaufe zur Erlangung der ewigen Glückseligkeit, wie das Mittel ist zur Erreichung des Zweckes. In Ausnahmefällen aber kann sie ersetzt werden durch die Bluttaufe oder die Begierdetaufe. Vergleiche Petrus, Kardinal Gaspari, katholischer Katechismus, Frage 360. Die Taufe kann ersetzt werden durch das Martyrium, durch einen Akt der Gottesliebe, in dem die vollkommene Reue über die Sünden und das Verlangen nach der Taufe notwendig enthalten ist. Doch kann nur die Wassertaufe den Charakter einbringen und fähig machen, die anderen Sakramente zu empfangen. Das ist hieraus zitiert, Kardinal Gaspari, München 1932. Vergleiche das kirchliche Gesetzbuch Canon Juris Canonici CEC von 1917 zum kirchlichen Begräbnis Canon 1239 Paragraph 1 Ungetaufte dürfen nicht kirchlich beerdigt werden Paragraph 2 Katechumenen, die ohne ihre Schuld ohne Taufe sterben, müssen den Getauften gleich geachtet werden. Das ist die Übersetzung von Ione, diesen eben zitierten Kirchenrechtler. Das ist das Original. Codex Juris Canonici, 1239. Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo decesserint. 2. Catechumene qui nulla sua culpa sine baptismo moriantur baptizatis accensendi sunt. Nun werden die Rigoristen erst recht triumphierend. In der Wirkzeit, also durch die Schuld von Ione und so weiter, ereignete sich doch der Aufstieg von Leuten wie Rana und Ratzinger. Und Pietro Gaspari war doch Hochgradfreimaurer. Und weil Gaspari den CEC wenigstens beeinflusst hat, ist auch dieses Werk als antichristlich abzulehnen. Benedikt der 15. 1914 bis 1922 hat den CEC veröffentlicht, kann also kein Papst gewesen sein. Pius der 10. 1903 bis 1914 hatte Gaspari zum Sekretär der päpstlichen Kommission für die Kodifizierung des kanonischen Rechts eingesetzt, kann also auch kein Papst gewesen sein. Gegen derlei Behauptungen der Rigoristen ist unter anderem zu erwidern, selbst die Standardliteratur vor Pius dem 10. wehrt ganz selbstverständlich auch die Möglichkeit von Begierdetaufe und Bluttaufe. Boccheroni, Spirago, Oswald, um nur ganz wenige zu nennen. Boccheroni, Moraltheologe, das ist die Institution des Theologe Miralis, vierte Auflage, Rom 1900, ist also ganz lateinisch geschrieben. Da schreibt er auch über Baptismum Fluminis, also Fluminis Wassertaufe, Flaminis Begierdetaufe, also Geisttaufe und Baptismus Sanguinis, Spirago, das ist der berühmte Volkskatechismus, ist heute noch sehr beliebt, 1895. Wenn die Wassertaufe unmöglich ist, so kann dieselbe ersetzt werden durch das Verlangen nach der Taufe oder durch den Martyrertod um Christi willen. Und Oswald, Dogmatische Lehre von Heiligen Sakramenten, Münster 1856. Die Ersatzmittel der Taufe, Begierde und Bluttaufe, den beiden in der Überschrift genannten Arten der Taufe, welche im figürlichen Sinne also heißen, weil sie das Sakrament der Taufe ersetzen, diesen beiden gegenüber heißt das Sakrament selbst die Wassertaufe, sodass also Wasser, Begierde und Bluttaufe den vollständigen Tenor der Taufe bilden. Tenor, also die Dreiergruppe. Siehe auch Katechismus für das Erzbistum Köln von 1898, Nummer 488.
Wenn die Wassertaufe unmöglich ist, so kann sie ersetzt werden. 1. Durch die vollkommene Reue oder Liebe zu Gott, in Klammern Begierdetaufe. 2. Durch den Martertod um Christi willen, in Klammern Bluttaufe. Das ist der katholische Katechismus von 1898. Und hier ist die eben vorgelesene Frage 488. Noch ältere Beispiele. Thomas von Aquin, 1225 bis 1274, Summa Theologiae 3a 66, beruft sich in seinen Ausführungen über die Bluttaufe ausdrücklich auf Augustinus, 354 bis 430. Ich habe hier die Ausgabe von Bari Ducis von 1877, Paris. Und das ist also hier in 3a die Frage 66. Und da schreibt er also, Tria sunt in scripturis baptismata, baptismus aquae, sanguinis et flaminis. Also es werden drei Arten von Taufe in den Schriften genannt. Wassertaufe, Bluttaufe und Begierdetaufe. Und dann im Artikel 12 derselben Frage beruft er sich mal auch auf Augustinus, den er dann hier zitiert, bei Salus Confetetur, für den Suum Quorum Sacerdote, Martyr Quorum Persecutore, also dass der Märtyrer seinen Glauben vor dem Verfolger bekennt. Also nicht nur, dass Bluttaufe und Begietaufe in der gesamten Theologie präsent sind, sogar die beiden mit riesigem Abstand größten Kirchenlehrer aller Zeiten haben sich diesbezüglich geäußert. Sechstens. Seit Jahrhunderten ist der bei weitem größte Teil der katholischen Priester zum Breviergebet nach dem Breviarium Romanum verpflichtet. Am 23. Januar wird auch die heilige Emerenziana in der Liturgie verehrt und in der Lesung heißt es, dass Emerenziana noch Katechumenin im 3. Jahrhundert mit ihrem eigenen Blut, das sie für Christus standhaft vergossen hat, getauft wurde. Und das ist das Brevier, das ich benutze. Also bearbeitet von nach dem Konzil von Trient unter der Redaktion von Pius X. So, und hier ist der 23. Januar. Da heißt es, also Agnes, proprio sanguine pro Christo constanta effudit baptizata. Der ganze Bericht mag noch so legendenhaft sein. Tatsache bleibt, dass unzählige katholische Kleriker immer wieder bei Erfüllung ihrer liturgischen Verpflichtung mit der Lehre der Bluttaufe konfrontiert wurden. Gemäß den Rigoristen waren dann unzählige Kleriker aufgrund ihrer Pflichterfüllung Heretiker, weil sie die Häresie der Bluttaufe geduldet, wenn nicht gar verbreitet haben. Siebtens. Angesichts dieser erschlagenen Beweise für die permanente starke Präsenz einer Theologie, der zur Folge das Seelenheil gegebenenfalls auch ohne Wassertaufe erlangt werden kann, sollten die Rigoristen doch mal wenigstens einen Beweis nennen, dass Wassertaufe, dass Begierdetaufe und Bluttaufe ausdrücklich als Häresien verurteilt sind. Wie man sieht, wurde das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Taufe immer wieder so verstanden, dass eben unter gewissen Voraussetzungen die Wassertaufe auch ersetzt werden kann. Da diese Theologie eben keine exotische Randerscheinung ist, wäre doch zu erwarten, dass wenigstens ein Papst mal eine explizite Verurteilung ausspricht und unbedingt bezüglich der Emerenzianer-Liturgie durchgreift. Aber nichts von alledem. Die Rigoristen wollen nicht wahrhaben, wie die lehramtlichen Formulierungen allgemein verstanden wurden. Letztlich haben sie nur einen einzigen Gewährsmann, Leonard Finney, 1897 bis 1978. Finney weigerte sich ausdrücklich, an die Möglichkeit der Bluttaufe zu glauben. Wegen seiner rigoristischen Ideologie und der diesbezüglichen Missachtung der kirchlichen Obrigkeit wurde er von Papst Pius XII. 1953 exkommuniziert. Das ist auch im Denzinger, im Endjährigen Symbolorum. Da ist das Schreiben über dieses Boston College.
3866 bis 3873. Über die richtige Interpretation bzw. von vielen falsche Interpretation des Dogmas extra Ecclesia Nulla esse salutem. Nun erklären die Rigoristen Papst Pius XII. Kurzerhand zum Nichtpapst und verehren Finne der Flur umso mehr als heiligmäßig in Verteidiger des katholischen Dogmas. Gerne unterschlagen sie dabei die Tatsache, dass Finney 1972 von der V2-Gruppe aufgenommen wurde. Ja, Finney war schlichtweg ein rigoroses V2-Mitglied. In der V2-Gruppe sind auch Leute wie Finney willkommen, eben weil sie gegen die katholische Ordnung rebellieren. Achtens Fazit. Es ist in jeder Hinsicht vollkommen falsch, Begiedetaufe, Bluttaufe als ihr Lehren von Vatikanum II auszugeben. Die Rigoristen sind letztlich vom selben Geist beseelt wie jede andere Sekte auch. Glaube, was du willst. Hauptsache, du bist nicht katholisch.